Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Heute mit eurer freundlichen Gameplayerin, die mit euch einen Blaubeerkuchen backen möchte. Ja, ich muss erstmal mit meinem Stuhl hin und her fahren, weil ich bin hier über mein Oberteil gerade am Fahren und kann mich nicht mehr bewegen. Wie ihr seht, es hat sich einiges getan. Rechts seht ihr auch Fundament der Gemeinschaft. Ich kann bei Cheyenne jetzt was abgeben. Die Sachen habe ich mir, glaube ich, aus der Kiste zusammengesammelt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war. Ach so, genau, das waren hier diese Sachen. Die werde ich dort noch abgeben. Ich habe dann in der Kiste auch noch zwei Blaubeeren gefunden, die ich vermutlich mal da reingetan habe, damit ich tatsächlich neue machen kann. Da ich aber jetzt schon einmal die Blaubeeren gepflanzt habe, behaupte ich jetzt mal einfach, dass ich die jetzt nicht so unbedingt brauche und ja, hoffe mal, dass ich die jetzt dafür benutzen kann. Und ich habe tatsächlich sogar noch ein paar Weizen gefunden, 5 Stück oder so. Einen davon möchte ich jetzt verballern, indem ich die Blaubeerkuchen mache. Es darf nur wirklich nichts schief gehen, weil dann kriege ich die totale Krise, weil das ist nämlich meine allerletzte Ressource. Und da mir ja, ja nie jemand irgendwie mal einen Blaubeerkuchen backt, wenn ich den anfrage. Wobei mittlerweile, wie gesagt, habe ich ja gesehen, dass ich jetzt doch 2 Blaubeeren habe. Das war ja immer mein größtes Problem. Und ich glaube auch den Weizen, aber den habe ich jetzt ja noch gefunden. Ich doof. Okay, wir stellen ihn mal her. Also die Mischstation und die Vorbereitungsstation. Oh Gott, ich habe nicht viel Zeit. So, Mischstation und Vorbereitungsstation. Beerenfüllung. Beerenfüllung können wir noch nicht machen. Vorbereitungsstation müssen wir wahrscheinlich mit anfangen, denke ich mal, ne? So, keine Ahnung, was brauche ich jetzt? Den Teig? Genau, den Teig. Ging das? Ach, das war das. 2, 3, 4, 5, 6. So, und das kleingehackte Zeugs hier. So. Okay, das haben wir auch. Dann geht es jetzt mit beidem und mit einer klebrigen Zutat, die ich noch hier herstellen muss. Geht es dann nach hier? Oh, ich sehe die Zeit nicht, ich sehe die Zeit nicht. Erfolg. Herstellen, die Beerenfüllung. Komm, 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 komm. Ja, und beides muss jetzt, glaube ich, hier rein. Achso, links. Ah. Und nochmal. So. So. Juhu! Wir haben unseren ersten Blaubeerkuchen gemacht. Oder was, unser zweiter? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, nee, ich glaube beim ersten Mal, oh, sogar mit Sternchen, den darf ich eigentlich gar nicht abgeben. Oh, wir haben 3 davon gemacht. Jetzt würde mich ja mal interessieren, 375 Fokuspunkte gibt das. Hm, gar nicht so schlecht. Aber wir haben damit ja was vor. Wir müssen den ja abgeben. Ich bin jetzt gerade überlegen. Moment. Ich wollte mit euch das machen mit dem Blaubeerkuchen und ich wollte mal eben zu Cheyenne gehen. Da wir jetzt natürlich mitten in der Nacht haben, wie sollte es auch anders sein, wenn man mal so etwas macht, würde ich sagen, dass wir dann erstmal eben... Nee, Cheyenne ist sogar noch wach. Moment, wieso ist er noch wach? Ah, Cheyenne, wo bist du? Wo bist du, wo bist du? Er war wach. Jetzt ist es nicht mehr. Ist das hier in dem Haus, glaube ich, gewesen, ne? Cheyennes Zimmer. Chatten mit Cheyenne. Okay, also mit ihm haben wir auf jeden Fall gut genug aufgebaut, dass wir mit ihm reden können. Ich habe die Materialien für dein Fernrohr. Das alles hast du für mich gesammelt? Oh, das ist aber sehr freundlich. Ich könnte das niemals akzeptieren. Ich will aber, dass du das annimmst. Du musst die Botschaften des Drachen entdecken, genau. Nun gut, wenn dich das glücklich macht. Ich werde diese Sachen gut gebrauchen können. Aber bitte mach dir wegen mir nicht wieder solche Umstände. So, dann können wir nochmal kurz mit ihm chatten. So, wenn man das mal so ansieht. Ich glaube, in Cheyennes Zimmer sind wir auch noch nie gewesen. Kann das sein?
Er hat auch nichts zum Lesen hier, oder? Oh, da hat er mal eine richtig geil. Wenn man sowas hier kaufen könnte und hinstellen könnte, das fände ich ja mega, mega geil. Ja, da ist leider nichts zum Lesen für mich dabei. Schade, schade, schade. Dann würde ich sagen, dass wir uns aufmachen. Mal eben was, Oh, das war ja ein geiler Bug gerade. Wo sind wir denn jetzt hier? Moment, da ist jetzt der Wasserfall. Da muss ich hin. Jetzt bin ich doch ein bisschen, naja, doof gelaufen. Jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte eigentlich ganz anders laufen. Aber egal. Das können wir auch direkt noch mitnehmen. Weil Gewürzsprossen müssen wir jetzt, glaube ich, wieder eins auffüllen. Ne? Das haben wir ja eben benutzt. Oh, flattern hier viele von diesen Viechern rum. So. Der Eingang ist hier. Halt, stopp. Wenn du mir hier gerade beim Weg läufst, dann können wir auch kurz miteinander reden. Kennst du die Einzigkeit? Ja, kenne ich. Habe ich durch einer kennengelernt. So. Ha, Kuchen platzieren. Hungerattacke, Quest abgeschlossen. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen Platz. Sehr schön. Und ich musste nur einen abgeben. Ich habe sogar noch zwei von denen mit Sternchen da. Ja, ich denke mal, dass wir warten müssen. Ach, das war, glaube ich, dieses... Hä? Ich habe hier doch gerade was drin gehört. Hä? Ohne Scheiß jetzt. I'm so glad you came. Ja, sie hat jetzt nichts Neues mehr, das ist mir schon klar. Ich habe hier doch gerade irgendwas. Hier kann man auch nichts lesen und nichts. Es hörte sich an wie was Größeres, wo man drauf reiten kann. Da gerade schon wieder, oder? Ich will wissen, was das ist, Mann. Oh, nein, nein. Wieso hat das gerade hier noch geleuchtet, als ich rauskam? Das verwirrt mich. Da ist ein Chapar, aber ich habe keinen Chapar gehört. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, so langsam wird es hier echt mysteriös. Die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt mit ihr nochmal sprechen? Aber da ist nichts eingegeben. Oder sie spricht mich am nächsten Morgen, wenn sie jetzt wach ist, dann nochmal an. Das kann natürlich auch sein. Weil so haben wir jetzt hier gerade gar nichts. Gina habe ich schon mitgesprochen. Ich gehe jetzt nochmal zu Delilah. Aber... Ja, das verwirrt mich jetzt gerade so ein bisschen. Vor allen Dingen, weil ich da drin irgendwas gehört habe. Es aber nicht so richtig definieren kann. Es klang halt, wie gesagt, schon größer, als ob man drauf reiten könnte oder so. Klang schon sehr, sehr mysteriös. Ja, leider können wir dieses Rätsel heute nicht lösen. Zumindest bei mir jetzt heute nicht. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ganz schnell mit Delilah sprechen, wenn sie schon wach ist. So, damit wir dann hier auch nochmal so ein bisschen leveln können. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, dass ich dann hier mal einen kleinen Cut mache. Ich weiß ja nicht, wann ich dann wieder zurückkommen kann. Vielleicht ist es schon in ein paar Stunden, dass ich weiter aufnehmen muss. Vielleicht ist es aber auch erst beim nächsten Mal, wenn ich mich einlogge. Ich weiß es nicht. Aber, ja, ich bin jetzt irgendwie... Ich muss mir die Geräusche nochmal auf der Aufnahme anhören. Es hat sich angehört, als ob da tatsächlich irgendwie... ein Reittier oder sowas dahinter war. Das wäre natürlich jetzt mega geil. Wobei ich nicht glaube, dass wir ein Reittier bekommen. Aber ich bin jetzt echt noch mehr gespannt herauszufinden, was das für ein seltsames Wesen ist, was da ständig mit mir Kontakt aufnimmt und ständig Essen von mir haben will. Okay, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns sofort wieder. Also, ich bin mir nicht sicher, wie das Geräusch war, was wir gehört hatten in der Höhle. Aber falls das so ähnlich geklungen hat, dann kann das sein, dass da irgendein Tier einfach nur in der Wand am Wagen war. Weil ich sehe hier absolut nichts.
Aber offenbar ist hier oben irgendein Tier drin. Also ich glaube, ich hatte vorhin hier so ein Reh gesehen. So ein, ich komme gerade nicht auf den Namen. Als ich diese Chapas gesucht hatte, wegen den Sternchen. Weil immer, wenn ich mich dem hier nähere, wird die Wand hier total bekloppt. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Sind ja auch mal so lustige Bugs, die man im Spiel sieht, ne? Und es bricht nicht ab. Wir kommen gerade nach Hause und schon ist wieder was im Briefkasten drin. Mysteriöser Heidelbeerliebhaber. Sei gegrüßt. Danke für die Versuchung sozusagen. I hope you like the gift I made you. There aren't many tests to find here, but I tried really hard. Oh. Wir haben einen Schlammkuchen erhalten. Okay. Lass ich mal so stehen. Und ich denke, das tue ich dann erstmal in die Kiste. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also ich habe jetzt alle Sachen, die wir brauchen. Wir sehen es hier oben. Ich habe das Chapa-Fleisch erhalten. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe ein paar Chapas hier in der Gegend erledigt und habe nie Sternchenfleisch erhalten. Bin dann zur Bahari-Bucht gegangen und habe da ein Chapa erledigt und habe da direkt beim ersten oder zweiten Versuch Sternchenfleisch erhalten. Also wenn ihr da kein Glück habt hier in der Gegend, dann geht auf jeden Fall zur Bahari-Bucht. Dann habe ich mir zwei Kartoffeln mit Sternchen rausgefischt, zwei Knoblauch rausgeholt und die ölige Sardelle. Die könnt ihr übrigens in Flussgebieten holen. Ich bin gerade am gucken, wo unsere Quest eigentlich gerade ist. Der ist zwar am Schlafen, aber ich glaube, bei ihm werden wir wohl schon genug, Sympathiepunkte, sage ich jetzt mal, bekommen haben, sodass wir mit ihm reden können im Schlaf. Das hört sich so komisch an. Also während er schläft, dass wir mit ihm reden können. Das hört sich jetzt auch nicht besser an. Aber das ist es ja im Endeffekt, dass man zu denen nach Hause gehen kann, wenn man ein spezielles Level hat. Ich glaube, es war Level 3, ich bin mir nicht mehr sicher. Bei Level 2, meine ich, ging es damals noch nicht. Und ich bin ja immer lang darauf am Hinarbeiten, dass ich immer wieder jeden anquatsche. Und es ist einfach nur nervig, bin ich ganz ehrlich. Ich habe noch nie so eine ätzende Art und Weise gehabt, um sowas leveln zu müssen. Aber es funktioniert zumindest. So, chatten Sie mit Nairo. Nairo oder wie auch immer. I'm up. Harte Arbeit an sich ist schon eine Belohnung. Dich zu sehen, aber genauso. So, ich habe das Zeug. Das hast du. Oh Mann, die sehen ja auch total frisch aus. Das ist perfekt, Gameplayerin. Danke. Ganz im Ernst, das ist wahre Nachbarschaftshilfe. Ich werde dir erzählen, wie der Wettbewerb läuft. Hier, nimm deine Samen für deine Mühe. Okay. Wenn du etwas siehst, das man einer Frau schenken kann, sag Bescheid. Ich würde meiner Mutter gerne etwas Schönes kaufen, als Dankeschön für alles, was sie für mich tut. Oh, das ist aber nett. Oh, er hat mir Tomatensamen gegeben. Sehr cool. Nayo, ganz ehrlich, gerade habe ich noch mit dir gesprochen und jetzt stehst du hier draußen, flirtest mit fremden Frauen. So geht das aber nicht. So, Auni, dich holen wir nochmal kurz an und quatschen dich auch nochmal eben an. So, ich weiß, du sagst immer das Gleiche, genauso wie die anderen auch. Ja, dann können wir jetzt im Moment wirklich nicht allzu viel tun. Also wir haben noch die feuerspuckende Libelle. Ich schau mal eben nach, was wir eigentlich noch haben. Finde ein Jeep. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt dranhängen. Das mit den Sternen, da arbeite ich noch dran. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt nochmal verbessern muss. Also, dass ich dann... Das ist die Quest für den Schlüssel für sie. Okay. Also, nicht für sie, sondern für ihr Zimmer. Ja, cool. Aber wie ihr seht, wir haben nicht mehr allzu viel. Also wir haben jetzt noch das mit den Blaubeeren, da bin ich immer noch dran am Arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wo ich eine feuerspuckende Libelle herkriege. Da werde ich wahrscheinlich mal nachgoogeln müssen. Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare,
wo genau man die findet. Ob es da vielleicht auch eine Besonderheit gibt, also dass die, weiß ich nicht, dass man eine klebrige Bombe benutzen soll oder sowas, das wäre auch ganz gut zu wissen. Dann von Strömung durchdrungenes Holz. Habe ich nicht verstanden, was das sein soll. Ich denke, das werde ich mal ausprobieren, dass das eventuell dieses Holz ist, dieses, ach, wie heißt das nochmal, was so leuchtet, also wo die Bäume so leuchten. Weil das sieht mir zumindest so aus, weil das das einzige pinke Holz ist, was ich jetzt so kenne. Seidenfaden ist kein Problem, aber ich müsste wirklich gucken, wo ich diese feuerspuckende Libelle herkriege. Also das ist schon heftiger. Das weiß ich halt eben nicht. Dann findet ein Jeep. Ja gut, Stufe 4, da können wir noch mal eben kurz gucken. Der ist noch Anfang Stufe 3. Naja, einer könnte, also einer lege ich große Hoffnung drauf, dass der eventuell mein Jeep werden könnte. Gina habe ich zu wenig gesehen in letzter Zeit. Also da habe ich dann tatsächlich weniger mitgesprochen. Ja, und die anderen, die kann man halt total vergessen. Die sind also noch so weit unten. Na gut, Delilah, das ist halt die Sache mit Level 3 mit der Quest. Ja, ich hoffe, dass es einer wird, weil was anderes wüsste ich jetzt nicht. Und dann 4 ungewöhnliche Käfer. Ich habe extra schon so viele Käfer gefangen, alle nur, die am Leuchten waren. Ich habe keine Ahnung, was für die ungewöhnliche Käfer sind. Also das wird sich wohl leider auch noch ein bisschen hinziehen. Deswegen mache ich mal den Schieb einfach rein, dass wir das drin haben. Und ja, also das heißt, ich habe leider heute keine positiven Nachrichten für euch. Ich werde nochmal weiter hier ein bisschen rumlaufen, werde die Leute alle nochmal anquatschen und versuchen ein bisschen zu leveln. Ganz besonders einer möchte ich natürlich leveln, was das betrifft, damit er halt mein Jeep wird und ich das endlich mal abschließen kann. Wie gesagt, feuerspuckende Libelle wird wahrscheinlich das größte Problem sein, was die Quest betrifft. Mit dem Holz gucke ich mal. Wenn es das Richtige ist, lasse ich das im Inventar. Seidenfaden genauso, den hole ich noch raus. Naja, und die Blaubeeren, die brauchen halt noch ein bisschen, weil ich habe mich in letzter Zeit relativ wenig um die Ernte gekümmert, muss ich gestehen. Und dementsprechend sind natürlich auch die Blaubeeren immer noch nicht gewachsen. Dementsprechend muss ich leider sagen, dass das wirklich noch ein bisschen dauern wird. Also da, ja, müssen wir halt gucken, wie wir das am besten machen. Ich würde sagen, dass ich jetzt hiermit auch erstmal die Folge beende. Ich habe jetzt nur gerade... Ach so, Moment, eine Sache können wir noch machen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich gerade irgendetwas gehört und wollte mal gucken, was das ist. Aber das wiederum hat mich daran erinnert, dass wir ja den Blaubeerkuchen auch gemacht haben. Und jetzt ja schon wieder ein Tag vorbei ist. Wir haben zwar einen Zettel bekommen, aber es ist noch nichts Neues hier gekommen. Und es hat sich auch keiner so richtig vorgestellt. Schade. Ich guck mal eben, ja, Gina ist hier noch drin. Die hat aber auch nichts Neues. Ich habe gedacht, vielleicht kommt der jetzt irgendwie hier rausgesprungen oder so. Und sie sagt dann, hey, ich habe was gesehen. Achso, Angewohnheit mit mir selber zu sprechen. Ja, das kennen wir ja alles. Ja, schade. Ich rede jetzt nochmal kurz mit Hekla. Zack. Initiating goodbye rituals. Und ich weiß halt nicht, was das hier ist, weil die Tür, die konnten wir, glaube ich, von Anfang an nicht öffnen. Es kann natürlich sein, dass die Tür geöffnet werden kann, wenn wir hier die 4 Sachen gemacht haben. Das ist eher so meine Vermutung. Ach, das ist oben alles offen. Das fällt mir zum ersten Mal gerade auf. Naja gut, es sind halt Ruinen, ne? Das würde dann aber auch heißen, dass wir in der Hauptquest auf jeden Fall noch 2 von den Dingern finden müssen. Was wiederum heißt, dass ich keine Ahnung habe, wo ich damit weitermachen kann. Vielleicht ist es ja auch noch gar nicht freigeschaltet oder so. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht müssen die noch freigeschaltet werden. Vielleicht sind die aber auch schon im Spiel und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen, weil mir noch keiner irgendwas gesagt hat. Also sprich, weil mich noch keiner darauf angesprochen hat, du musst jetzt da und dahin gehen. Wer weiß. Also bei meinen Ausflügen habe ich auch schon ein paar Türen gefunden, die auch teilweise verschlossen waren, aber man kommt halt nicht rein, wenn man in der Quest nicht weiterkommt.
Ja, es tut mir leid, die Folge heute ist dann doch etwas kürzer und ich habe irgendwie scheinbar auch viel geredet, habe ich so den Eindruck. Wobei, ich bin eine Frau, ich rede halt grundsätzlich immer sehr viel. Ja, also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass wir die Quests abschließen können. Wie gesagt, Delilah, ne, dauert noch eine ganze Weile. Ich denke mal, das erste Mal abpflücken werden wir bald können. Aber ich habe natürlich darauf geachtet, dass es Sternchen Blaubeeren werden. Dementsprechend konnte ich den Betrag jetzt nicht erhöhen, den Ertrag. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrung mitgemacht habt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, weil man muss ja mehrmals den Dünger drauf machen, so wie ich das in Erinnerung habe. Ob man eventuell, ob das reicht, wenn man einmal den Dünger drauf macht, um besseres Material zu erhalten, also Sternchen, und danach dann eventuell nochmal, dass man mehr rauskriegt. Also ob das möglich wäre. Das wäre natürlich richtig klasse, weil bisher habe ich immer Sternchen drauf gemacht, damit dann auch bloß wirklich Sternchen rauskommt. Aber wenn man das Ganze kombinieren könnte, dann wäre das natürlich richtig klasse. Ja, und wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich diese verfluchte, feuerspuckende Libelle herkriege. Oder wie die aussieht. Also wenn ihr die kennt, könnt ihr mir auch gerne sagen, ob die leuchtet oder sonst irgendetwas. Und ja, um den Rest werde ich mich kümmern mit dem Jeep. Ich werde weiterhin jeden Tag zu einer gehen und natürlich auch zu den anderen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich kann leider nichts versprechen, weil wie gesagt, im Moment habe ich nun mal keine Quests, beziehungsweise keine, die ich abgeben kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich das vergesse. Diese, ja, was sind denn das? Diese Medaillons hier, wo die Gina mir das erste gegeben hat und dann gesagt hat, dass das so Kisten sind, die in einem leuchtenden Strahl stehen. Sowas in der Art hatte sie mir gesagt. Stimmt nicht ganz. Ich habe eine Kiste gefunden. Ich meine auch die anderen, die normalen, haben nicht geleuchtet. Ich habe eine Kiste gefunden, das war relativ mittig, glaube ich. Ne, im unteren Gebiet noch. Rechte Seite von Bahara Bay. Also da, wo Wasser in der Nähe war auf jeden Fall. Da war so eine lange Säule, sage ich mal. Und direkt hinter der Säule, da habe ich so eine Kiste hier gefunden. Ich habe es nur leider nicht aufgenommen. Ich hatte gedacht, ich bin da am Aufnehmen, aber ich habe es leider nicht aufgenommen. Und da war so eine Kiste drin, die war so ein bisschen am Leuchten. Die hatte nicht so einen leuchtenden Strahl, wie sie das so erzählt hatte, aber die war ein bisschen am Leuchten. Und da war tatsächlich so eine Medaille drin. Ich habe absolut keine Ahnung, was man mit diesen Medaillen machen soll. Aber das nur so als Info, wenn ihr da auch welche von sammeln wollt. Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt tatsächlich genug gesprochen für heute. Damit ich diese Folge wenigstens auch noch hochladen kann, sage ich mal danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Halt, stopp! Eine kleine Sache muss ich euch noch als Nachtrag sagen. Es gab nämlich heute ein neues Update, heute am 27.09. Und wie ihr sehen könnt, sie haben auf mich gehört. Man kann endlich hier verschiedene Sachen einstellen. Wie viele man davon haben will, ist das geil. Es ist allerdings ein bisschen anders jetzt aufgeteilt. Also ich habe sonst hier immer aufs Vorletzte gedrückt. Wobei ich nicht weiß, ob das so ausgesehen hat. Ich meine, nämlich das hier hätte da gestanden. Und ein bisschen runtergescrollt und konnte dann immer diese Reparaturkits machen. Das ist jetzt nicht mehr so. Die sind jetzt hier vorne bei den Pfeilen drin, warum auch immer die bei den Pfeilen drin sind. Und zwar ganz oben, da gibt es dann Angelrute, Erzkompass und so weiter. Und die Reparatursets sind dann auch da drin. Das heißt, ihr könnt dann einfach auf das Reparaturset draufklicken, die Anzahl auswählen, die ihr haben wollt. Ich meine, ich kann jetzt hier nicht wirklich mehr auswählen, weil ich keine Bretter mehr habe. Und das Ganze dann herstellen. Das ist richtig, richtig geil. So. Und jetzt endgültig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.